Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werde ich euch hier heute in diesem neuen Video das Hilfevideo zu dem Teleport-Glitch zeigen, weil viele Leute dennoch Probleme hatten mit der zweiten, mit dieser zweiten Meldung, die nie gekommen ist. Und zwar liegt es einfach daran, dass ihr nie diesen Capture-Test gemacht habt, weil ihr halt einfach, wenn ihr zum Beispiel verkackt habt beim Glitch, habt ihr halt einfach hier Anwendung geschlossen, GTA oder was weiß ich, die Konsole neu gestartet. Man kann das zwar auch machen, aber man muss halt jedes Mal dann einfach wieder in diese Mission rein. Das Ganze funktioniert halt leider nur auf der PlayStation 4, nicht auf der Xbox One. Dafür kann ich nichts, dass ihr keine Aktivitäten habt. Und ich habe eigentlich auch im alten Video alles sehr gut erklärt und gezeigt und was auch immer. Und das Ding ist halt, ihr müsst nicht unbedingt das reinschreiben, das ist halt im freien Zielen. Ja, wenn ihr das Video wirklich anschaut und zuhört, dann werdet ihr das Ganze auch schon schaffen. Ja, und warum ich halt auch, wenn ich von der Spätschicht nach Hause komme, leise rede, ist halt einfach so, dass meine Frau und meine Tochter pennen. Ja, da kann ich nicht einfach so wie jetzt ins Mikrofon reinbrüllen, Alter. Und ja, das Ding ist halt, diese Meldung kommt halt nur hier, GTA Online starten. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert nichts. Ja, ihr müsst diesen Capture einfach erstellen, diese Mission einmal und das war's. Und dann geht ihr rein zum Testen. Und dann, wenn ihr hier auf Doppel-Playstation-Taste macht, später GTA Online starten, dann werdet ihr auch die zweite Meldung bekommen. Es ist halt eigentlich ja kein so schlechter Glitch, weil viele sagen, oh, das dauert mir zu lange, dies, das und wozu braucht man das? Ihr könnt damit sehr viele Sachen machen im Online-Modus, unter anderem kann natürlich Leute trollen und so, aber das ist jetzt nicht dafür gedacht. Ihr könnt aber sehr, sehr schnell Missionen machen. Ihr könnt euch von A nach B und sogar nach Z teleportieren bis zum geht nicht mehr so schnell wie möglich und das ist halt echt ein geiler Glitch. Und damit geht auch der Dupe-Glitch, ja, und viele fragen, ja, wann gibt es einen Solo-Duplikations-Glitch ohne iPhone-Kennzeichen, ja? Wenn man ein bisschen ja die Videos anschaut, was ich auch noch poste, ja, ich sag's immer wieder, der Kanal besteht nicht aus einem Video, ja. Und alles, was nicht gepatcht, markiert ist, funktioniert noch, ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, es klappen die Glitches noch, wenn kein gepatcht dran steht. Und am Wochenende funktionieren genauso die Glitches noch, okay? Also, wir fangen jetzt mit dem Glitch an und zwar benötigt ihr einen Freund dazu. Ich kann eigentlich sein Part gleich hier einblenden, passt auf. Jetzt rechts oben sein Part. Er ist in einer öffentlichen Sitzung, ja, hat auch freies Zielen. Ich bin da schon im Teleport-Glitch, also im Editor. Und ihr könnt dann auch, das ist alles sitzungsübergreifend, habe ich alles im letzten Video gesagt. Man kann alles damit machen, Charakter wechseln, dies, das, aber ihr dürft nicht hier über die Optionstaste auf den Raster online gehen und dann wieder zurück in den Editor. Wenn ihr das macht, ist der Glitch kaputt oder wenn ihr zum Beispiel die Anwendung schließen solltet oder GTA schließen solltet, einer hat sich gewundert, hat gesagt, ja, funktioniert das jetzt mein Leben lang oder so? Nein, Digga, das funktioniert nicht dein Leben lang. Erst wenn du, ja, im Ruhemodus bist, dann wird es vielleicht noch eine Woche funktionieren, aber nicht, wenn du GTA oder die Konsole neu startest, dann wird es nicht funktionieren. Und man kann auch, ich bin in der anderen Konsole im Teleport, man kann im Online-Modus auch diesen Zielmodus auf freies Zielen stellen, ganz einfach. Ja, das mache ich jetzt auch, aber ansonsten müsste das in der Story. Und Kumpel drückt die Optionstaste, geht einfach auf den Raster Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Missionen. Er kann auch in eine andere Mission reingehen. Es muss nicht unbedingt ein Job für einen Titan sein, ja. So, einfach hier irgendeine Mission auswählen. Und ich gehe hier schon mal in den Editor. Ja, bin ich mir sicher. So, bezüglich dieser Meldungen hier auch. Die bekommt ihr nur, wenn ihr irgendwas im Online zum Beispiel gekauft habt, ein Fahrzeug, kauft euch einen kostenlosen Erhard und dann habt ihr hier diese Meldung. Ich werde euch das alles nochmal zeigen und erklären. Kumpel ist jetzt in der Mission, die Aufnahme kann ich stoppen. Er kann halt erst raus aus dieser Mission, wenn ihr komplett im Online-Modus seid mit dem Teleport-Glitch. So, Aufnahme kann ich stoppen, aber er bleibt die ganze Zeit jetzt hier für diesen Glitch in der Mission drin. So, wir gehen jetzt hier ganz normal in den Editor, dann erstellen wir, ich lösche die. Ich habe noch das alte Capture, falls ihr es habt, ja, lasst es drin. Ich mache es einfach nochmal neu für euch, weil vielleicht haben die einen oder anderen irgendwas falsch gemacht. Geht einfach auf Kreation laden. Ich mache das jetzt extra für euch. Ich lösche hier, das ist noch vom alten TP da, hier, das ist noch das mit dem Rennen, lösche ich auch noch auf meinem Nicki Minaj Account, brauche ich nicht. Und jetzt gehen wir hier einfach auf Erstelle ein Capture, GTA. Und damit geht halt echt so vieles schnell in den Online-Modus. Man kann so schnell wieder Vorräte, den Bunker voll klatschen. Einfach nur mega geil. Capture-Details, hier könnt ihr einfach als Titel irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel so wie ich, Capture.
Ja, das ist egal. Ihr könnt auch Popo hinschreiben. So, Beschreibung macht ihr halt auch irgendwas. Ich mache immer TP, was weiß ich, damit ich ungefähr weiß, was Sache ist. Foto, knallt ein Foto rein. So, stellt hier Anzahl der Teams auf 4 Stück, geht auf Teamdetails, dann auf Zielpunktzahl. Wobei, warte, man kann es auch sogar mit 2 machen. Ja, wir gehen zurück, ist nicht schlimm, einfach zurück, macht mit 2 Teamdetails, Zielpunktzahl. 4 ist zu viel, braucht man nicht. Team 1 und Team 2 Punkt, jeweils 1 Punkt. So, habt ihr das gemacht, könnt ihr zurückgehen und dann hier wieder zurück. Gehen wir auf Platzierungen, Auslöser platzieren, irgendwohin einfach mit X draufballern. Hier macht ihr auch ein Foto rein. So, und dann macht ihr Team Startpunkte, 4 Stück von Team 1, 1, 2, 3, 4. Einmal die Pfeiltaste nach rechts von Team 2 macht ihr auch 4 Punkte. Okay, das war jetzt echt nicht so schwer. Dann geht ihr wieder zurück mit Kreis. Teamablieferbereich irgendwo hin. Einmal in blau und einmal in orange. So, für das zweite Team. Okay, hier kann man auch rausgehen. Capture-Fahrzeuge, hier ballert ihr einfach den ersten Wagen 10 Mal hier irgendwo hin. Ihr seht es, was ich mache. Das ist mega einfach. Einfach 10 Stück. So, fertig. Und jetzt speichert ihr dieses Rennen. Beziehungsweise diese Mission, ja, ich verwechsel das immer mit dem Rennen, Alter. So abgespeichert. Und jetzt geht ihr auf Testen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Doppel Playstation, ist ja noch nicht mal gespeichert, genau. Ihr könnt euch jetzt diese Anwendung suchen. So, ich suche mir eine aus, gehe hier auf mein Profil, unten auf Neueste, Aktivitäten, X. So. Und apropos, ja, viele wundern sich, ja, ich lade auch die Videos jetzt bei Blackfire Studios hoch, weil jetzt aktuell halt einfach der Kanal mir gehört und vielleicht sogar auch in Zukunft. Ich weiß es nicht, wie das dann zukunftsmäßig bei Julian auch schaut. Aber ihr könnt auch, alle meine Abonnenten können auch dort rüber gehen, auch dort die Videos anschauen oder andersrum, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ihr könnt alle rüber gehen auf einen anderen Kanal, weil ich lade dort genauso die Videos hoch. Aber dass ihr Bescheid wisst, weil viele fragen, ja, wer ist das, wer ist da, wo ist Blackie und so oder was auch immer, warum gehört dir der andere Kanal? Somit wisst ihr, dass halt beide Kanäle jetzt mir gehören. Also, dann geht ihr hier, zum Beispiel habe ich mir vorhin einfach hier ein Fahrzeug zugelegt, das heißt vorhin, letztens irgendwann. Und rechts unten habt ihr dann hier GTA Online starten. Wenn ich jetzt drauf drücke, ja, passiert nichts. Passiert gar nichts. Und das ist bei euch auch der Fehler, dass ihr dann jedes Mal die Meldung nicht bekommt. Ihr müsst einfach hier diesen Capture testen. Wenn dann euer Spieler hier so zu sehen ist, drückt ihr die Pfeiltaste nach unten. Test beenden. Und wenn ich jetzt Doppel-Playstation-Taste mache und hier auf GTA Online starten gehe, kommt die Meldung. Ganz einfach. Ich weiß auch nicht, warum das nicht so viele eigentlich soweit denken könnten, dass das daran liegt, ja. Also, habt ihr diese Meldung, könnt ihr hier zurückgehen. Diese Capture-Mission brauche ich nicht mehr zu erstellen. Fertig. Verlasst den Editor und jetzt machen wir diesen King of the Hill. So. Erstelle King of the Hill. Dann hier runter auch auf King of the Hill. Und stellt natürlich auf freies Zielen ein. Schauen wir mal. Einstellungen. Ich bin freies Zielen. Genau. Passt. Okay, jetzt teleportiert ihr euch mit der Karte einfach hier nach unten hin, so zum Flughafen. Da ist auch diese Stelle mit dem, mit der kleinen Insel so, ja. Ist es die hier? Nein, da ist es, die ist hier sehr gut zu sehen, ja. Die Location ist auch hier, damit ihr das seht, wo das ist. Ich glaube, das sollte jeder von euch finden. Okay, ich glaube, das funktioniert auch hier irgendwo so am Strand ganz normal. Details, Titel, einfach TP zum Beispiel. Beschreibung, Po und Foto einfach auch ballern, Kreis. Jetzt stellt ihr hier auf Anzahl der Teams 4 Stück, dann geht ihr hier auf Mindestspielerzahl, nein, das war nicht das, das war maximale Spielerzahl, sorry, geht auf 30, später wird es 32. Habt ihr das gemacht? Ja, hier 4, hier 30, mehr müsst ihr nicht beachten. Dann geht ihr auf Platzierungen und jetzt müsst ihr den Auslöser hier so platzieren, so weit wie möglich im Wasser, ja. Deswegen taste ich mich da immer ran. So, komm, platziere ihn jetzt endlich. Ah, jetzt ist das Wasser schon wieder... Naja, müssen wir warten, bis es wieder zurückzieht. So, da war es schon so. Man kann ihn noch ein bisschen tiefer raus ins Meer setzen. So, einfach dorthin. Ja, nicht zum Strand, sondern weiter weg vom Strand. Man kann es auch, wenn es trotzdem nicht so gut klappt, dann einfach neu laden und den Punkt einfach umsetzen. Ja, jetzt war es schon besser. Und klappt es nochmal? Jawohl, noch besser. Und
Das passt schon. Ich denke, das wird lang in Alter. Das ist weit genug raus ins Meer reingebrettert. Geht dann zurück. Dann macht ihr noch hier einfach, könnt ihr Foto machen. So. Ins offene Meer. Und dann geht ihr hier auf Teamstartpunkte. Jetzt ballert ihr 15 Stück für Team 1, dann 15 Stück für 2, 15 Stück für 3 und 15 Stück für Team 4. So. Okay, habt ihr das gemacht? Könnt ihr das Ganze hier jetzt auch speichern? So, jetzt speichert es das. Und dann gehen wir einfach nur hier auf Beenden. So, gehen raus von hier mit X und laden das Ganze einfach neu. Dann muss eine Fehlermeldung kommen. Passt auf. Falsch. Kreation laden. Dann geht auf Gespeichert und geht hier. Ich habe hier TP hingeschrieben. Ja, ihr wisst schon, was Sache ist. Gebiet ist Pazifik, so muss es sein. Ich drücke drauf. Jetzt muss hier eine Fehlermeldung kommen. Falls die nicht kommt, doch die ist da, weil ich habe den Auslöser ziemlich weit ins Wasser reingeballert. Den könnt ihr jetzt hier einfach annehmen. Diese schwarze Meldung. So, dann spawnt ihr hier so wieder. Dann geht ihr wieder jetzt hier auf Platzierungen. Auslöser platzieren. Platziert den jetzt einfach hier am Flughafen. So, ungefähr hier so. Platzieren. So, ist gesetzt. Dann geht ihr auf Lobbykamera, schießt noch ein Foto und speichert das Ganze jetzt auch noch ab. Fertig, jetzt haben wir zweimal diesen King of the Hill, okay? Und einen davon werden wir jetzt einfach löschen, indem wir hier auf Beenden gehen. Hier, das nehmen wir auch noch an. Und löschen den, wo halt rechts in dem Feld einfach Pazifik steht. Kreation laden, gespeichert. Hier haben wir jetzt zwei Stück, seht ihr das? Rechts flimmert es jetzt beim Gebiet zwischen Pazifik und Flughafen. Löscht Pazifik, wurde entfernt. Und jetzt habt, wenn ihr den hier laden solltet mit X, habt ihr rechts unten einen Ladevorgang. Das ist soweit richtig. Habt ihr bis jetzt schon mal alles richtig gemacht. So, ab hier könnt ihr Touchpad-Taste drücken und jetzt kommt es dann hier auch noch auf das Timing an. Und zwar drückt ihr die Pfeiltaste nach unten, geht auf Platzierungen. Ja, jetzt scheint meine Tochter. Aha, gehört. So, Teamstartpunkte. Noch lauter. So. Also, jetzt müsst ihr hier das so timen, ja, das ist hier der, ja, schwierigste Part, sage ich jetzt mal. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ihr drückt und haltet die Optionstaste, das ist die hier, wo die Map aufgeht. Und ihr, ich empfehle so eine, fast eine Sekunde, ja. Also sprich, ich drücke und halte die Start-Optionstaste. Wenn ich dann X drücke, warte ich so eine, ja wirklich, knapp unter eine Sekunde. Das ist halt wirklich Timing-Sache, dass ihr halt wirklich den Zeigefinger von Optionstaste loslasst. Und wenn dann der Spieler wirklich ja, ganz normal auf der Straße steht, neben dem Wagen, nicht im Wagen, nicht auf dem Wagen, sondern neben dem Wagen, ist es so ein Indiz dafür, dass es schon mal nicht mal so dann freest bei euch mit der großen Map. Also ich probiere es mal. X, zack, ja, zu spät. Habt ihr gesehen? Ich habe zu spät losgelassen. Das war, vielleicht wird es sogar auch noch funktionieren, wenn er nicht da ist. Ich probiere es mal nochmal, passt auf, wobei, wenn ich jetzt einfach Kreis drücke, es ist nicht schlimm, wenn ihr hier das nicht geschafft habt, ja. Dann ladet es einfach nochmal rein, ihr müsst nicht mehr in den Capture-Test, ihr müsst auch nicht mehr den King of Hell erstellen, sondern könnt einfach hier nochmal dann von neu Touchpad drücken und dann einfach wieder auf Teamstartpunkt gehen. Ja, das ist so einfach, verstehe nicht, warum man so viele Fragen reinbrettern kann, wenn das im Video alles enthalten ist. Platzierungen, Teamstartpunkte, Touchpad, beziehungsweise nochmal Team 1 und jetzt versuchen wir das mal mit dem Timing. Am besten stellt euch dann lieber hier so rein, ja, lieber in den Auslöser, bleibt hier so drin stehen. Komm jetzt. So, okay. Nochmal den Timing Part, X Optionstaste loslassen. Seht ihr das? Das wird nicht klappen. Der steht voll schief dran. Einfach Kreis nochmal machen. Das heißt, ich habe, der Abstand zwischen den beiden Tasten war viel zu kurz. So, also ich mache es nochmal, Touchpad, ich werde mich jetzt ein bisschen konzentrieren, so Platzierungen, Teamstartpunkte, also passt auf.
Also ich mache es nochmal, beziehungsweise ich habe hier noch vergessen, hier in die Party reinzugehen. Ihr werdet ja mit eurem Kumpel in der Party drin sein. So, ich gehe nochmal kurz hier rein. So, also mach mal den Timing-Pad jetzt nochmal. Touchpad. Ich habe es vorhin nochmal probiert, nicht geschafft. Platzierungen, Teamstartpunkte. Ich konzentriere mich kurz mal. So, einfach X, dann Optionstaste loslassen. X, loslassen, schon wieder nicht nochmal. Also, jetzt habe ich es gehittet, okay, ich habe den Abstand zwischen X und Optionstaste so weit wie möglich gehalten und der Spieler, ja, seht ihr den, der steht rechts neben dem Auto, ja, und der steht auch richtig so wie ich dran. Habt ihr das geschafft, dann ist es schon mal ein gutes Indiz dafür. Ich habe jetzt hier vorhin ein bisschen was vorgespielt und so, ich habe es halt nicht vom ersten Mal gehittet, habt ihr auch gesehen. Wenn der Spieler so schräg dran steht neben dem Auto, klappt es halt nicht, ja, deswegen probiere ich immer weiter, bis halt so dran steht. Ab hier... vergewissert euch, dass ihr jetzt wirklich hier nochmal auf Profil geht. Ihr könnt es mehrmals sogar machen, damit ihr auch hier an diese zweite Meldung kommt. Neueste Aktivitäten. So. Dann hier habe ich mir ein Fahrzeug gekauft. Rechts unten geht ihr einfach hin. Auf GTA Online starten. Drückt drauf. Die Meldung wird zwar jetzt nicht sofort kommen, aber erst, also ihr seht, die ist nicht da. Ihr könnt nochmal sogar das gleiche machen. Doppel-PSN, nochmal GTA Online starten. Die wird erst dann kommen, wenn ich jetzt dann hier dem Spieler, sprich meinem Kumpel rechts oben eigentlich im Part, in die Mission reinjoine. So, Sitzung beitreten. Und zwar gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, ja. Ihr macht Sitzung beitreten und sobald dann die erste große schwarze Meldung kommt, ja, empfehle ich euch, je nach Internetleitung, könnt ihr zuerst... Ich mache das zum Beispiel so, nach 2 Sekunden die erste annehmen, okay, und die zweite nach 8 Sekunden ablehnen. Ihr könnt aber auch probieren, die erste nach 2 Sekunden annehmen und die zweite nach 5 Sekunden, ja, probiert da einfach rum. Das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Also ich mache es jetzt einfach mal so, wie ich das immer mache, Sitzung beitreten. 1, 2 annehmen, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ablehnen. So, ich habe es gehittet, Alter. Ohne Scheiß, ja. Es funktioniert, sobald dann rechts unten Ladevorgang steht. Falls ihr die Map groß habt, dann müsst ihr halt mal das Timing ändern. Und der Typ muss halt wirklich auf der Straße stehen. Dann funktioniert es auch. So, wenn ihr dann hier gefroren seid, ja, könnt ihr jetzt einfach irgendeinem Spieler joinen, der im anderen Zielmodus ist. Geht auf Communities und sucht euch einfach irgendeine Community und checkt ab, was hier die Spieler so für Zielmodis haben. Geht auf aktuelles Spiel, sucht euch einfach irgendeinen aus, drückt einfach Sitzung beitreten, wartet, bis die erste schwarze Meldung kommt und in der joint ihr ihm einfach nochmal. So, Doppel Playstation, Sitzung beitreten und wenn die sich hier zum Zielmodus ändert, wenn nicht, nehmt ihr einen anderen Spieler, wenn ja, drückt ihr hier Kreis. So. Dann könnt ihr euch hier wieder so bewegen. Dann geht ihr auf Platzierungen. Ihr könnt nochmal hier Touchpad drücken. Und dann hier öffne ich halt nochmal das Menü. Ist ja egal. Und Teamstartpunkte. So. Einfach ersten setzen und schon geht dieser Johnny hier weg. Ja. Also ihr seht es. Es hat funktioniert. Jetzt drückt ihr die Optionstaste. Geht auf dem Raster Online. Geht ihr online spielen. Geschlossene Freundesitzung zum Beispiel oder auch in eine öffentliche, das ist egal. Ab hier könnt ihr halt wirklich Sitzungen wechseln, Missionen machen und ihr könnt auch Charakter wechseln, ihr könnt aber nicht GTA schließen, ja, und geht auch nicht zurück in den Editor. Das zerstört den Glitch und wenn ihr eure Konsole dann neu startet oder vielleicht einen CE-Fehler habt oder so, ja, aber ansonsten könnt ihr jetzt hier echt geile Sachen machen. So, passt auf, ich drücke die Start-Optionstaste, links oben steht Editor, ich drücke X, Touchpad und ich kann mich hier aus meinem Casino zum Beispiel auf Mount Chiliad teleportieren. Zack, einmal X gedrückt, schon bin ich oben auf Mount Chiliad. Das funktioniert mit Missionen sehr, sehr schnell. Ihr könnt auch das Zeitrennen hier sehr, sehr schnell beenden und auch noch extra Kohle bekommen. Also, ich hoffe, jetzt habt ihr dieses Video verstanden und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir hören uns mit dem nächsten Video, ich bin raus. Peace.